Never bury your enemies alive. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Willi mit einem weiteren Video zu Call of Duty Modern Warfare 3. Wir holen uns heute die Trophäe, den Erfolg des Achievement Schweber. Das Ganze findet statt, wie ihr oben eingeblendet seht und auch hier unten natürlich momentan, in der zweiten Mission und zwar direkt zum Start. Kostbare Fracht, ihr seht das, wir sind hier eben gerade gestartet. Ist eine offene Kampfmission, die wir hier haben. Wir werden uns aber in erster Linie erst einmal hier um die Trophäe kümmern, die wir hier holen können. Dafür müssen wir ja storymäßig erst einmal ein bisschen Ausrüstung besorgen. Wenn ihr das Ganze macht in der Missionswiederholung, dann habt ihr bereits am Anfang den Fallschirm schon ausgerüstet. Solltet ihr auf alle Fälle, da ihr ja euer Equipment bestimmen könnt, bevor ihr in die Mission hineinspringt, ist ja wie gesagt eine offene Kampfmission. Die Trophäe kam bei mir nicht beim ersten Mal, deswegen werden wir das am Ende gleich nochmal sehen als PlayStation-Trophäenaufnahme. Das Ganze beim ersten Mal rüberspringen von dem Kran auf das Dach mit dem Fallschirm, weil mehr muss man nicht tun. Wir müssen nur mit dem Kran ja ein bisschen durch die Gegend fahren sozusagen oder halt da hochklettern, dann einmal ja rüberspringen mit X, jedenfalls auf der PlayStation, dann den Fallschirm zünden und auf dem Dach landen. Mehr ist eigentlich nicht zu tun. Wollte beim ersten Mal nicht. Ich weiß nicht, ob eben der Fallschirmflug zu kurz oder zu lang war. Ich habe es auf alle Fälle mehrmals machen müssen, weil, wie gesagt, beim ersten Mal die Trophäe nicht kam. Ihr könnt hier, wenn ihr das Ganze auf Rekrut stellt, halt einfach durchraschen, direkt zum Kran hinrennen. Oder ihr seid ein bisschen vorsichtiger, passt ein bisschen auf, dass ihr nicht so sehr gesehen werdet. Aber zum Ende hin, oder besser gesagt zum, ja, doch zum Ende des Laufes, ist mir das auch relativ wurscht, ob ich da gesehen werde oder nicht. Und ja, stratze halt den Kran nach oben. Wir sehen das hier, diese Lastenkräne, die für die Container da sind. Sehen wir hier zwei Stück von rumfahren. Wir nutzen den hinteren. Ich weiß nicht, ob es vom vorderen auch funktionieren würde. Waren doch, glaube ich, zwei gewesen gerade. Ne? Und hier ist schon das Dach sozusagen da von dem Gebäude, auf das wir schauen. Und hier ist der Kran. Und jetzt, wie gesagt, bin ich gesehen worden. Aber das ist egal, das spielt keine große Rolle. Dann klettern wir hier einmal hier nach oben und springen darüber. Mehr ist wirklich nicht zu tun. Das war's schon von mir. Richtig, genau. Trophäe kommt gleich. Wie gesagt, wir kommen hier oben an. Dann einmal hier, gut, ich mache jetzt noch ein paar Gegner weg, damit wir einen ruhigen, gespannten, entschälten Flug hier haben. Und wie gesagt, das war's. Ich springe gleich rüber, drücke X für den Fallschirm und das soll es gewesen sein. Eventuell, wie gesagt, mehrfach zu machen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht bereits schon getan habt. Dann verpasst ihr hier natürlich mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goody. Mach dir die GPS-Sender und die Frachtliste, Kilo. Die Zeit drängt.